Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sehenswert. Im heutigen Video befassen wir uns mit Tieren, aber nicht irgendwelchen Tieren, sondern gefährlichen Tieren, denen wir in freier Wildbahn besser nicht begegnen sollten. Welches Tier kommt euch da in den Sinn, wenn ihr an das Gefährlichste denken solltet, das ihr kennt? Bleibt gespannt, ob es dieses Tier auch in unser Ranking der 10 gefährlichsten Tiere der Welt geschafft hat. Los geht's! Das erste Tier in unserem Ranking finden wir in Australien. Australien ist ja im Allgemeinen bekannt für seine vielfältige Auswahl an außergewöhnlichen und zum Teil auch unheimlichen tierischen Bewohnern, wie zum Beispiel Kängurus oder Koalas. Aber natürlich auch außergewöhnliche Spinnen sind hier zu Hause, wie zum Beispiel die Trichternetzspinne. Die gerade einmal 2,5 bis 4 cm großen Spinnen gelten als giftigste ihrer Art. Sie tragen ein unheimlich starkes Gift in sich, welches sie ihrem Opfer durch einen gezielten Biss verabreichen können. Bei Menschen kann das zu verschiedenen Symptomen wie Atemnot oder Übelkeit führen, bei nicht ausreichender medizinischer Versorgung sogar zum Tod. Besonders aufmerksam solltet ihr in den Wäldern Sydneys sein, hier hält sich die Spinne vor allem an Baumstämmen auf. Etwas weniger unappetitlich, aber dennoch nicht ganz ungefährlich, ist unser nächstes Tier, das vorwiegend in Lateinamerika zu finden ist, die Raubwanze. Jährlich fallen dieser Wanze bis zu 10.000 Menschen zum Opfer, denn dieses Insekt überträgt eine nicht ungefährliche Krankheit, die sogenannte Chagas-Krankheit. Die Wanze, die sich hauptsächlich von Blut ernährt, setzt während des Saugens Kot ab, der voller Erreger der Chaga-Krankheit ist. Kratzt sich nun ein Mensch an dem juckenden Biss, gelangt der Kot in die Wunde, die sich dadurch infiziert. Zur Folge hat das Fieber, Ödeme, Atemnot oder sogar chronische Folgen wie eine Vergrößerung des Herzens oder die Zerstörung von Nervenzellen. Wer also nicht schnell genug handelt, um der Krankheit entgegenzuwirken, trägt ein lebensgefährliches Risiko in sich. Seid ihr schon mal einem Skorpion begegnet? Tatsächlich kann man Skorpionen auch in europäischen Ländern wie Frankreich, Italien oder auch in Österreich begegnen. Doch die dort lebenden Skorpione sind im Vergleich zu Exemplaren aus Nordafrika, Asien oder Mexiko vergleichsweise harmlos. Einer der gefährlichsten Skorpione, der gelbe Mittelmeerskorpion, den man im Norden Afrikas oder aber auch in der Türkei antreffen kann, ist einer der giftigsten Skorpione und allgemein eines der gefährlichsten Tiere der Welt. Mit einer Größe von gerade einmal knapp 10 cm und ihrer gelb-orangenen Farbe sind sie in freier Wildbahn deutlich von anderen Skorpionen zu unterscheiden. Bei Skorpionen gilt im Allgemeinen, je kleiner die Scheren, desto giftiger sind sie. Na gut, das waren jetzt aber wirklich alle kleinen krabbelnden Ungeheuer. Versprochen. Das nächste Tier unseres Rankings lebt nämlich überwiegend in Flüssen oder Seen und wird im Gegensatz zum gelben Mittelmeerskorpion auch bis zu 6 Meter lang. Anders als zum Beispiel in Afrika, Amerika und Australien braucht man sich in Europa nicht vor diesem Tier zu fürchten. Wir meinen natürlich Krokodile. Jährlich fallen bis zu 1000 Menschen den spitzen Zähnen der Krokodile zum Opfer und Forscher sagen, die Tendenz steigt. Das liegt aber nicht daran, dass die Krokodile angriffslustiger werden, sondern schlichtweg daran, dass es sowohl immer mehr Menschen, aber auch Krokodile gibt und es immer schwieriger wird, sich aus dem Weg zu gehen. Wir empfehlen aber trotzdem einen großen Bogen um die Tiere zu machen. Und auch das nächste Tier unseres Rankings finden wir nur im Wasser. Das Gefährliche an diesem Tier ist, dass es im Wasser fast unsichtbar ist. Die Rede ist von der Seewespe. Und wer jetzt wirklich ein Tier in der Größe einer Wespe erwartet, den müssen wir leider enttäuschen. Denn Seewespen sind Quallen mit einem Durchmesser von 30 cm und einem Gewicht von bis zu 6 kg. Auch Seewespen gelten als eines der giftigsten Tiere der Welt. Dadurch, dass sie im Wasser fast nicht auszumachen sind, treffen Badegäste an Australiens Stränden immer wieder auf diese Quallen. Wer nur wahnsinnig schmerzhafte Verbrennungen erleidet,
kann sich glücklich schätzen, denn viele Opfer der Seewespe überleben die Attacke gar nicht. Von einer Lähmung des Nervensystems bis hin zu einem Kreislaufzusammenbruch ist beim Gift dieser Qualle alles möglich. Das Gift einer einzigen Seewespe würde ausreichen, um ganze 250 Menschen zu töten. Also Obacht, wenn ihr im Meer unterwegs seid. Das gefährlichste Tier Afrikas ist, nicht der Löwe oder etwa Hyänen, weit gefehlt. Die meisten Menschen fallen nämlich Flusspferden zum Opfer und das, obwohl diese großen und enorm schweren Tiere eigentlich Gras bevorzugen. Was viele aber nicht wissen ist, dass diese Tiere sehr leicht reizbar sind und schon bei der kleinsten Annäherung durch Mensch oder Tier unfassbar aggressiv werden. Das Gefährliche an Flusspferden ist nicht nur, dass sie so viel wiegen wie ein Kleinwagen, sondern auch ihre mächtigen und starken Eckzähne, die zu einer tödlichen Waffe werden können. So faszinierend die Tiere auch sind, bestaunen sollte man sie lieber mit etwas Abstand. Kommen wir nun zum vorletzten Tier unseres gefährlichen Rankings, dem Grizzlybären. Die vorwiegend in den Wäldern Nordamerikas lebenden Bären sind eine nicht zu unterschätzende Gefahr. Denn Grizzlybären sind trotz ihres hohen Gewichts von knapp 700 Kilogramm unheimlich schnell. Bei einem Laufduell mit einem Grizzly wäre man maßlos unterlegen. Denn sie erreichen eine Geschwindigkeit von wahnsinnigen 60 Kilometern die Stunde im Vollsprint. Der häufigste Grund für einen Angriff der Grizzlies ist, dass man einer Mutter, die mit ihren Jungen unterwegs ist, zu nahe kommt. Allein ein einziger Hieb mit der Tatze oder auch nur ein einziger Biss reicht, um tödlich verletzt zu werden. Mit unserem nächsten und letzten Tier würdet ihr in diesem Ranking wahrscheinlich gar nicht rechnen. Allerdings ist die Gefahr, die von diesem Tier ausgeht, enorm hoch. Und sobald es wärmer wird, fängt die Zeit auch wieder an, in der uns diese kleinen Insekten vor allem nachts durch ihr Summen verrückt machen. Ihr ahnt es sicher schon, es geht um Stechmücken. Wusstet ihr, dass Stechmücken für mehr als 800.000 Todesfälle pro Jahr verantwortlich sind? Das liegt daran, dass Mücken beim Stechen Krankheiten übertragen können, wie Malaria, verschiedene Viren oder aber auch Bakterien. Allein auf Malaria ist die Hälfte der Todesfälle im Jahr zurückzuführen, dagegen sind Haie sogar echt harmlos. Und das waren sie, unsere Top 10 der gefährlichsten Tiere, die auf unserem Planeten vorkommen. Und war das Tier, woran ihr am Anfang des Videos gedacht habt, mit dabei? Schreibt es uns doch gerne in die Kommentare und schreibt uns auch gerne, wenn ihr der Meinung seid, dass wir ein gefährliches Tier vergessen haben. Wenn euch das Video gefallen hat und ihr in Zukunft keine weiteren sehenswerten Videos mehr verpassen wollt, dann lasst unbedingt ein Abo auf unserem Kanal da und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Damit bis zum nächsten Mal, wenn es mal wieder absolut sehenswert wird. Ciao!